we came out of crystal stasis, we didn't remember our focus or what we'd done. All we could do was wander cocoon, looking for what we'd lost. Let's give up! Forget our focus! We don't need it! We don't need it? Look, if we don't figure it out and pull it off, you're gonna be a Seath! It's just... making a kid that young, Alyssi. It's not right! Yeah, it's unfair. But guess what? We grin and bear it like good Alyssi, or the Falsi starts making more. Like that girl the other day. It doesn't matter what our focus is. We do it, whether we like it or not. But... say we call it quits. You think these people will let us go? They'll lynch us in the street. Listen, Vanille. We do what we gotta do, and get ourselves off this filthy world, as fast as we can. Fine. You get out of here first. I'll buy you some time. Aww. Now, don't you worry. I'll come and find you, no matter where you go. Took care of them all. Vanille was long gone. After that, Rains and his cavalry found me. I never stopped searching for Vanille, but I couldn't find her. Her or our focus. So, you're telling me Sarah will come back to life someday too? Yep. We didn't do our job right. That's why it made her a Alyssi. We messed up. Sorry. That it? You sure better hope so. But whether we're square, that's up to Sarah. You sound exactly like Snow. And he didn't hit me. Wait, he already knows this? Wow. That's a load off. Glad I apologized. You apologized so you'd feel better? Guess so. How about you? Feel any better now that you hit me? It didn't change anything. Huh. Tell that to my jaw. Felix Heights is up there. Still a ways before we get to Hope's place. Better pick it up. We'll head through that gate. Right. Okay, dann sind wir jetzt mit... Moment mal, warum zwei Brecher? I don't know about that. Nö. So, jetzt bin ich natürlich wieder mit Fang unterwegs und... Ach ja, hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ich hab total vergessen, weil das, bei dieser epischen Sequenz noch. Ganz am Schluss. Ich meine ganz am Anfang dieses Parts. Ganz am Schluss letzten Parts habe ich ja schon gesagt, dass die einfach nur so geil ist, dass mir selbst die Tränen dabei wieder immer wieder kommen. Also Gefühle, Emotionen. Sowas wünschte ich mir auch bei Final Fantasy 7, dass man sowas wirklich gut rüberbringen könnte. Ah, und hier kommt schon wieder Kampfgetümmel.
Ah, habe ich sowas schon vermisst. Ich habe eigentlich nur einen Tag Pause gehabt. Gleich wieder eine Aufnahme starten hier. Na, hat er halt Bock zu. Will halt weiterkommen mit der Geschichte und so. Ist ja bei diesem Fall sowieso nicht schwierig weiterzukommen mit der Geschichte. Ah, die hat auch Nachsätzen drauf. Das ist gut. Und bam! Und das hört sich so geil an, wenn die mit dem Ding trifft. So. Wird langsam Zeit, dass wir heilen. Ja. Ach, später kriegen wir alle Rollen, die es gibt. Es gibt ja 6 Rollen. Und ich finde es praktisch, dass es halt so viele... dass die am Anfang so unterschiedlich sind. Finde ich klasse. Das macht sie natürlich unterschiedlich auch einsetzbar. Ihr merkt schon, mit den anderen Paaren hatte ich Probleme. Während ich... Ach komm hier. Ist doch nur ein Schlag. Während ich so irgendwie manchmal gar keine Probleme habe. Also mit den beiden habe ich jetzt momentan nicht so die Probleme, habe ich das Gefühl. So, ich kämpfe auch nur gegen... Nein, gegen sowas will ich nicht kämpfen. Na komm. Oh, habe ich gesagt, komm? Ich meinte, bleib weg. Könnte übrigens sein, dass ich mittendrin gestört werde. Wird dann meine Freundin sein, weil wir haben noch was vor. Werde mir wahrscheinlich auch heute ein neues Headset kaufen, wenn es klappt. Das heißt, dass der nächste Part oder übernächste Part oder je nachdem, wann meine Freundin kommt, ich halt... Ja... Ich weiß jetzt nicht, soll ich einfach nur permanent aufnehmen und das alles zusammenschneiden? Fände ich generell auch besser, dass ich einfach nur eine kurze Pause mache und gleich weitermache. Weil hinterher kommt meine Freundin und der Part ist nur ein paar Minütchen lang. So könnte ich das wenigstens aufteilen. Du lässt den Elektroschocker draußen. Heilung. Die hat auch einen Wumms draus. Ich glaube, ich nehme Fang mal als Tank, ey. Sonst habe ich immer Lightning genommen. Ich weiß, dumme Entscheidung. Lightning, Vanille und Hope hatte ich, glaube ich, immer. Ich glaube, ich sollte wirklich mal Fang. Ja, Fang, Lightning? Und Hope oder... Felix Heights is this way. Oder irgendjemand anderen noch. Hallo, ja. Oh, hi. Das ist noch so eine Maschine. Wen machen wir zuerst fertig? Halt. Nein. Der ist mir eher ein Donald Morgan, dieser Hescher. Mist. Aber ich brauche Heilung. Hilfe! Oh, warum alle auf mich? Fickt euch! Heilung! Die ist, glaube ich, auch Verteidigerin, oder? Wäre auf jeden Fall cool, wenn sie das wäre. So, gehen wir weiter. Ist fast geschafft. Ich kann noch nicht mal auf 2 Verheerer gehen. Finde ich schade. Nämlich so könnte ich den auch leichter schocken. Na komm. Und nicht immer auf Fang, Mann. Danke. Einmal lasse ich ihn noch angreifen. Mit seinem Elektroschocker. Oder was das ist. Okay. Oder wenn es auf einmal so rot blinkt. Na, komm her.
Aua. Das ist noch nicht mal Elektroschocker, was der macht. Das ist zwar ein Elektroschocker, aber der richtige Elektroschocker ist ein bisschen härter von ihm. Aber dann hebt er die Hand ja hoch. Habt ihr ja schon gesehen. Das ist hier nur eine harmlose Attacke. Das ist der richtige. Der zieht. Aber der ist ja eh fast tot. Alter, bleibst du mal stehen? Der war daneben, oder? Ja, geil. Einfach mal daneben hauen. Sauer. Der ist hinüber. Gaybolg. Oh, das könnte sogar nützlich sein. Aber sowas von gar nicht. Ach, wie nett. Moment mal. Ausrüstung. Die hat einen Silberreif. Können wir noch was Besseres ausrüsten? Mal TP plus 50. Plus 50 leider. Nicht plus 50%. Carbonreif. Okay, den Carbonreif nehme ich. Und dann bei Fang noch. Was könnte ich denn da nehmen? Das Resistenzhalter. Nehme ich die 50 TP. Und dann geht's weiter. Unser Ziel ist... Oh, ist gleich da. Und da ist schon wieder eine neue Behemoth-Art. Ach ja, komm, leckt mich. Bewachst du was? Nee. Komm, lass gut sein. Ich guck mal, ob der wirklich nichts bewacht. Obwohl... Wenn der sich umdrehen würde, kämpfe ich gegen den. Ich will den bekämpfen. Wir haben aber keinen... Ach, der sieht mich automatisch. Ah, Mist. Egal, machen wir den platt. Ah, jetzt habe ich versucht. What the fuck, Astrobeeren. Ich sag ja, von den Viechern gibt's so viele. Die gibt's überall. In jedem Gebiet einer. Ja, leck mich. Habt ihr gesehen, wie viel der gezogen hat? Ganz schnell heilen. Oh, 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 Mann, Junge, hätte ich mich jetzt nicht geheilt, du. Na komm, jetzt hauen wir ihn um. 500%, ja leck mich. Komm, komm, heilen, schnell, schnell, schnell. Ich mache lieber die Metafähigkeit-Analyse. So. Jetzt komm her. Machst du nochmal? So, sauber. Jetzt greifen wir an. Ach, leck mich doch mit deinem Aufspießern, Mann. Aber wir treten jetzt... Nein, 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 nein. Komm, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Oh, ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst, dass seine Energie zurückkommt.
Es gibt nämlich Behemoths, die, wenn man sie halb tot geschlagen hat, sich wieder komplett regenerieren. Komplett. Durch halt diesen Scheiß hier. Aber der scheint nicht besonders stark zu sein in dieser Form. Das kommt mir gerade gelegen. Er ist nur etwas schneller. Naja, jetzt auch nicht mehr, weil er hat dieses Hass-Ding nicht mehr unter sich. Also ich glaube, das war Hass. Normalerweise ist Erdspalte einer der Attacken, die wirklich heftig sind, aber bei dem scheint es wirklich nicht gerade stark zu sein. Komm, den machen wir platt. Scheiß auf Aurora. Und Gegner ist down. Sehr schön. Bauen nochmal Punkte. Und weiter geht's. Und hier war wirklich nichts? Nee. Gar nichts. Null. Nada. Niente. Wir sind auch schon am Ziel angekommen. Okay, let's get Snow on the line. Damn thing still jammed. He can take care of himself. We'll just have to believe that. Hey, Fang. Hmm? The others are safe, right? If any of us got caught, they'd make an announcement. Yeah, they would. They'd have to let everyone know that the big bad Lissy can't hurt him no more. These cocoon people, bunch of cowards and blowhards. These cocoon people have spent centuries under Falsi law, in constant fear of a pulse invasion. If it weren't for Sarah, I'd have been out there too, hunting Lissy. Would have been nothing but targets to me. Well, Grand Pulse is just as twisted. Cocoon's a floating nest of vipers, ready to strike. Or so I thought. So, you became a Lissy to fight the vipers. And destroying the nest is your... I mean, our focus now. Until we woke up here, we'd been in crystal stasis. Which means we must have completed our first focus. Why can't I remember that part? My childhood's clear as day. But the one thing I need, it's just gone. Blank, like an empty page. I reach for the memory, and nothing's there. Then there's my brand. It's all messed up. Vanille and me, we lost our past and our focus. And now, you want to find them? Be a pulselessy. An enemy of Cocoon? Pulse and Cocoon can rot for all I care. If I don't figure out our focus soon, Vanille's gonna be a Seath. I'll tear down the sky if it'll save her. Okay, Begrüßungskomitee wieder mal. Und jetzt ist unser Ziel auch hier gar nicht mehr weit. Ach, ihr gibt so wenig. Ah, egal. Ihr seid nicht gerade die Stärksten. Ihr seid die Gardisten, ne? Oh, es gibt einen Vollzugsgardisten. Der ist etwas härter. Der wird gleich als erstes geschockt. Da ich den am wenigsten mag. Und zack, zack, tot. Ja.
Na komm. Oder ist der Sicherheitsgardist stärker? Nee, doch nicht. So, jetzt geht's denen an den Kragen. Oh, ist der einfach. Na komm schon. Und er ist auch geschockt und er ist tot. Sauber. Das ist auch erledigt. Scheiße. Zwei von der Sorte. Ich laufe mal hier ein bisschen nach vorne. Ja, ja. Ich lock sie mal an. Na. Na. Alter, leck mich. Wie weit ist deren Reichweite? Meine Fresse aber. Ich wäre denen ausgewichen. Das habt ihr gesehen. Ich wäre denen ausgewichen. Die hätten keine Chance gehabt. Ah, gegen zwei habe ich keine Chance. Da fehlt noch ein dritter. Weil... Die sind einfach heftig. Ich brauche noch einen Verheerer. Ich kann ihn nämlich überhaupt nicht schocken. Das ist das fette Problem, ey. Alter, hör auf. Ich brauche einen Verheerer. So. Der ist doch eh tot, bis er geschockt wird. Also von daher... Ich kann... Oh, Mann. Ah. Und ich weiß ganz genau, wenn ich den Kampf abbreche, bin ich wieder vor denen, nicht hinter denen. So, die Hälfte hat er hinter sich. So, jetzt macht die endlich kaputt hier. So wohl nicht so schwer. Oh nein. Das macht er wahrscheinlich nach einer bestimmten prozentualen Heilung. Schnell. Danke. Komm, noch ein paar Angriffe. Leck mich. So, jetzt ist nur noch einer. Jetzt hat er gelitten. Komm her. Genau, mach wieder weiter. Und jetzt hauen wir beide auf ihn drauf. Komm. Machen wir ihn nieder. Nieder mit dem Yagi-Drohne. Nieder mit der Yagi-Drohne. Sollte mal wieder ein bisschen heilen. Genau deswegen. Jetzt wieder geheilt. Jetzt können wir wieder draufhauen. Jetzt kriegt er aber gleich mit dem Elektroschock an. Und zwar genau jetzt, oder? Na, wo bleibt er? Da. Wie ich gesagt, nachdem er fast schon verrecken ist. Na, jetzt höre ich nicht auf, ihn zu attackieren. Nö. Gehen sie auch hin. Puh. Scheiß Maschine. Warum haben die so viele Maschinen? Von denen krieg ich doch eh nur Scheiße. Zack, Schaltkreise. Oh, harte Stumpfling. Das ist ja wieder eine Waffe. Das, Handy? War mein Handy zu nah? Oder kriege ich jetzt eine SMS? Oder kommt meine Freundin gerade? Oh, ich kriege langsam an Angriffskraft mehr dazu. Sehe ich gerade. Ich bin ein schlechter Verheerer, ne? Ach, das war eigentlich immer so, oder? Ach egal, jetzt gleich müsste eine Sequenz kommen.
Warum hat bei mir gerade Handy gesponnen? Hey, Lightning. Call me Light. Did you see Vanille's brand? No. No, huh? Want to know how long until it's Seath City? Just look at your brand. You start getting more arrows, and then finally an eye. Once it opens all the way, you're done. Let's have a look. Don't be shy. Okay. Nowhere near. You got time. Still, you never know. Some people, doesn't take so long. You get a nasty shock, it can speed up the process. Vanille's brand must be pretty far along by now. I gotta save her and get her home. To Pulse, you mean? To Grand Pulse. I hear that the Sanctum prevents people from leaving Cocoon. I'd like to see him try and stop me. So, that's your plan. Hmm? Wish I had one. Without Sarah, without a future, there's nothing to plan for. There's no way out of this mess, and no way to fight it. I'm stuck trading blows with the Sanctum, but that's no plan. Even if we topple the government, where's that leave us? With nothing to fight for, I might as well be dead. Your sister. You've got plenty to fight for. Think about it. Don't you want to see Sarah after she wakes up? That's your future right there. All you gotta do is survive. It's simple. Right. Snow, they found him. Will not be granted. Violators will be treated as enemy combatants.